Ahoi, was geht ab, Leute? Hier? Ich versuche gerade ein Geschenk für Laura zu kaufen. Die hat am Samstag Geburtstag ein Cake DeFi Teddybär, aber die lassen mich nicht bezahlen. Keine Ahnung, was da los ist. Rundum-Paket, ich musste sogar Expressversand bestellen, damit das rechtzeitig ankommt. Und die verpacken das auch noch schön, also perfekt, einfach nur zahlen. Und ja, sie ist auf jeden Fall stabil bei Cake mit dabei, solltet ihr auch sein. Ich habe gestern ein paar Anfragen reinbekommen, überraschenderweise so zufällig. Vor allem auch zufällig, dass es genau gestern alle waren. So zwei, drei Anfragen bezüglich Cake, yo Hong. Hab dich lange nicht mehr geschaut und dann jetzt mittlerweile schaue ich wieder so rein, was ihr, du und die Jungs so treiben und Cake und Bitcoin, Krypto interessiert mich, hat mein Interesse auch gefangen und wollte jetzt mal da reinschauen. Super saftig, gute Entscheidung, Leute. Und ja, also das mit gestern war echt schlimm. Ich habe auch ein paar Nachrichten reinbekommen. Im Nachhinein dann, als ich es gepostet habe, ja, der Döner sah eh nicht so geil aus. Also ich fand den ganz normal, der sah ganz normal aus. Also es war ein ganz normaler Döner, nur anstatt Fleisch halt Käse. Und hätte ich halt nicht gepostet, dass es mir schlecht ging, dann hätte auch niemand gepostet, dass der nicht so gut aussieht. Aber dadurch, dass ich gepostet habe, dass es mir schlecht ging danach, hat jeder gepostet oder geantwortet, ja, der sah eh nicht so geil aus. Placebo-Effekt, glaube ich. Also da wurde die Meinung, glaube ich, auf jeden Fall beeinflusst, weil der sah ganz normal aus, Mann. Hat mich danach zerstört, aber vom Aussehen her war er ganz normal. Heute eine interessante Idee reingekommen von Andy Karagandi aus unserer Telegram-Gruppe Community bezüglich einer Empfehlungsseite, also meiner Empfehlungsseite für Top-Orte in München und dann irgendwann wahrscheinlich ganz Deutschland oder so, aber irgendwie fand ich die Idee interessant. Er ist Programmierer, irgendwas mit IT, könnte also das starten. Er hat auch schon direkt gefragt, ob es schon solche Seiten gibt, die gut sind. Gibt es natürlich Standard, irgendwelche Blogs, Empfehlungen, aber nicht so, wie ich es mir vorstellen würde oder ich würde es ein bisschen anders machen. Es gibt natürlich so TripAdvisor und sowas, solche Sachen halt mit den Top 10 Listen. Mit Vergnügen München, München Muckbook und sowas. Aber könnte man schon auf eine andere Art und Weise aufziehen? Jetzt sagt ihr euch, oh, da haben wir doch schon ein Projekt. Mach erstmal das weiter. Ja, ja, natürlich. Die Frage ist auch wegen der Monetarisierung. Hat auch Andi direkt gefragt, wenn man das irgendwie monetarisieren kann, weil es kostet ja natürlich trotzdem Zeit und Geld, um das Ganze hochzuziehen. Aber fand ich interessant, fand ich witzig auf jeden Fall. Hat mein Interesse leicht geweckt. Ich habe mir saftig Japanisch wieder gegönnt bei diesem kleinen, feinen Restaurant, der Dons verkauft. Die hatten zufälligerweise lustig Brattee im Angebot. Ist so traditionelles japanisches Restaurant. Wir reden alle nur Japanisch und dann sehe ich da Brattee einfach. Ja. Lachs, Alter. Softig, softig, softig und anders softig und leicht, einfach, aber anders softig. War lecker. Ich muss ehrlich sagen, mir geht's nicht so gut. Ich dachte, ich hätte mich erholt von gestern, aber ich spüre schon den Magen und so. So, ich fühle mich nicht so stark, schon ein bisschen geschwächt und ich habe später meine zweite Impfung. Ich will nicht, dass die mich komplett zerstört, Alter. Habe ich gerade beim Vorbeigehen gesehen, eine Salzgrotte. Soll ich mal da einen Termin buchen? Meinten so, ja, Meeresluft, hier die Atemwege freimachen. Schaut mal, was ich habe, Leute. Kompletter Spontaneinkauf. 119 Euro hat er, glaube ich, gekostet oder 109 Euro. Ein tanzender Roboter, den man so anschließen kann, der auch Fotos, glaube ich, machen kann. T51 Atelier. Ich gehe einfach so am Schaufenster vorbei. Dann sehe ich den auf einmal so. Dann gehe ich so rein. Hey, kann ich mir den mal genau anschauen? Und dann ich so, YOLO, ich nehme den einfach. Mehr dazu gleich zu Hause. Saftig, Crypto.com, Cashback, Mann. Ich kaufe, was ich will, Leute. Okay, Update, Leute. Ich hätte mich eigentlich heute impfen lassen sollen, zweites Mal. Und dann habe ich halt geschaut. Also ich habe einen Anruf reinbekommen, habe halt zurückgerufen. Dann war es halt die Arztpraxis. Dann habe ich bei dem Anrufbeantworter gehört,
wann die Zeiten sind, wann die überhaupt offen haben. Und heute haben die gar nicht um 17 Uhr offen. Heute wäre aber mein Termin um 17 Uhr fürs Impfen. Und dann habe ich nochmal drauf geschaut und habe mich um einen Tag vertan. Das heißt, gestern um 17 Uhr hätte ich beim Impfen vorbeischauen müssen. Jetzt bin ich einen Tag zu spät. Aber hier beim Vorbeigehen habe ich gesehen, spontan, lassen Sie sich hier impfen, kommen Sie einfach rein. Sollen wir das jetzt einfach so machen? Ich habe alles dabei, also wieso nicht? So, Leute. Lassen uns spontan impfen. So, Leute, spontan einfach geimpft. Einfach so hier reingegangen. Ganz einfach, also ein paar Stationen durchgegangen, erste Station einfach ein paar Zettel bekommen und dann schnell ausgefüllt, Adresse, dies, das. Dann erste Impfung, zweite Impfung, bei mir zweite Impfung. Dann konnte ich das meist eigentlich passieren und dann haben die mir noch ein paar Zettel gegeben. Dann Aufklärung, ich so, ja, passt alles, habe ich schon gehört. Und dann einfach direkt in den Bus. Da war so ein alter Arzt, er so, ni hao ma. Ich so, alles klar, aber ich bin kein Chinese. Dann haben alle gelacht. Und dann hat er mir einfach, dann hat er halt geschaut, was ich hier bekomme, BioNTech. Hat dann noch gesagt, oh, der gute Stoff. Alles klar, wusste ich gar nicht. Und dann war es das auch schon. Da hat er mich noch gefragt, was ich studiere. Und ob ich damit in meinem Heimatland irgendwas anfangen kann. Ich so, Digga, ich studiere hier gar nicht. Es ist, also ich habe das erst gesagt, nachdem er schon die Spritze gegeben hat, weil ich habe das hinausgezögert. Ich so, ja, ich bin hier geboren und so. Dann hat er gespritzt. Dann habe ich gesagt, ja, Digga, ich studiere hier gar nicht. Weil das ist die TU. Auch blöd ist es nur für Studenten. Und ich habe mich einfach hier reingeschlichen. Keine Ahnung, Mann. Spontaneinkauf, Impulseinkauf, Leute. So, hiermit entferne ich mich aus dem Niantic-Partnerprojekt weitergehen. Niantic wird das wieder unter den Teppich kehren. Eventuell, wenn ich drum bettle, werde ich als Niantic-Partner entsperrt. Und was ist mit allen anderen? Das ist ein riesiges Thema. So wollte ich nicht mehr weitermachen. Und dann habe ich gestern, nachdem ich diese automatisierte Nachricht erhalten habe, meine Partnerschaft mit Niantic gekündigt. Von mir aus. Ich werde jetzt nicht alles zeigen, aber das, was ich Niantic geschrieben habe, minus ein paar Absätze, die ja persönlich waren. Moment, Pause. Ja, Klaas. Also erstmal der Roboter. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich das über Bluetooth verbinden kann. Das hat nicht so funktioniert. Mein Bluetooth findet den einfach nicht. Aber über Kabel funktioniert ganz easy. Also der kann nicht tanzen, wie erwartet. Echt schade. Aber ja, okay, passt. Spontaneinkauf. Da passieren eben ein paar Fehleinkäufe, Fehleinschätzungen. Ja, Spieletrainer hat nochmal ein Update dazu zu seinem Bann geliefert. Und echt ein paar krasse Sachen rausgehauen. Also er hat mir auch privat geschrieben. Alles privat, also ich kann euch davon nichts erzählen. Aber zu seinem neuesten Video. Ja, was soll ich sagen? Spieletrainer ist ein echt krasser Ehrenmann. Dass er mit Niantic nicht zufrieden ist und jetzt da was sagt. Und auch, dass er sagt, dass, okay, selbst wenn er selbst irgendwie entbannt werden würde, weil extra Bonus dies, das, würde er es nicht annehmen, weil so und so viele halt nicht entbannt werden. Und das ist halt bisher, weil keiner irgendwas gesagt hat, keiner, der relevant ist, irgendwas gesagt hat, Niantic ist auch nicht juckt. Und selbst wenn Spieletrend das anspricht und so viele YouTuber, Medienseiten, dies, das, Newsseiten das ansprechen, dass Niantic halt so gar nicht juckt. Und selbst er als Partner, und sein erster Bann ist irgendwie 40 Tage her und da kam einfach gar nichts von denen. Das ist halt mega traurig und für sowas will er halt gar nicht mehr einstehen. Das ist halt echt krass. Also Respekt zu seiner Einstellung. Und ja, was soll ich sagen zu Niantic? Ihr wisst, was die machen, langweilt mich schon lange. Ist ja auch einer der großen Gründe, warum ich aufgehört habe. Mir hat halt gar nichts mehr getaugt, was die da rausbringen und in welche Richtung die gehen und dies, das. Ja, krass. Und anscheinend hat er auch gesagt, in seinem ersten Video, wo er die erste Verwarnung bekommen hat, dass, falls er gebannt wird, komplett gebannt wird, er offensichtlich aufhören würde, kein neuer Account starten würde, dies, das, also. Ich weiß nicht, also, heißt aufhören dann automatisch keine News und Infos rausbringen? Weil er kann ja aufhören und trotzdem News und Infos rausbringen, für Content-mäßig halt. Oder meint er mit aufhören dann komplett das Spiel hinter sich lassen? Also letztens, wo ich, also vorgestern oder so, wo ich drüber berichtet habe, habe ich halt viel Fokus auf Content, als Content-Creator und so,
gelegt. Aber was ich vollkommen vergessen habe, ist auch natürlich, er als Spieler, er hat ja jetzt die letzten 5 Jahre jeden Tag gespielt. Er ist ja auch ein aktiver, krasser Spieler. Er hat mich EP-mäßig mal zerstört. Also er ist ja auch der hohe, hohe Liga. Und da dann auch PvP, er hat ja einen eigenen PvP-Channel, wo er jeden Tag Matches raushaut. Und da dann auch gar nicht mehr, also gebannt zu sein, also mit, also gezwungen zu werden, aufzuhören, Pause zu machen, ist ja auch was ganz anderes. Das wirkt sich ja auch auf ihn aus. Also ist ja nicht so wie ich, der freiwillig aufgehört hat und keine Lust mehr hat, sondern er ist ja immer noch Feuer und Flamme für dieses Spiel und er wird gezwungen, Pause zu machen. Ja, Niantic, keine Ahnung, was da los ist, Mann. Ihr seid nicht so geil in letzter Zeit. Also in letzter Zeit, in den letzten paar Jahren, Mann. Also auch harte Worte, also er hat es auch gesagt in dem Video noch, dass die eigentlich richtig schlecht sind, die als Firma. Und die halt nur so krass sind oder so viel Glück haben, weil es halt Pokémon ist, die Marke. Und ansonsten wird es halt so schlecht laufen wie bei Draconius Go. Siehe Harry Potter, Wizards Unite Go, was weiß ich, wie das heißt. Das läuft ja auch nicht so geil, weil die Marke halt nicht so stark ist. Und nur Pokémon, der Name carried die halt die ganze Zeit noch. Ansonsten die als Firma. Ciao. Auf jeden Fall, mir geht es eigentlich noch gut nach der Impfung. Ich muss sagen, mein Arm ist jetzt schon tot. Bei der ersten Impfung war es erst am nächsten Tag so, dass ich irgendwas in meinem Arm gespürt habe. An Schmerzen und Müdigkeit. Aber jetzt hier direkt eigentlich eine Stunde nach der zweiten Impfung schon alles hier taub gewesen bei meinem linken Arm. Aber ansonsten, also manche beschweren sich ja, dass sie richtig müde werden, schlapp, sogar Fieber und sowas bekommen. Ich hoffe, ich nicht. Aber noch geht's mir gut. Das war's von mir, Leute, und meinem neuen Roboterfreund, der nicht tanzen kann. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Views ab, folgt mir auf Instagram und Twitch. In Bitcoin, DeFi, investieren, Cashflow generieren, Leute. Zins ist Zins. Serious Business und ciao.